Gedanken machen, wie wir es vermarkten können oder sowas. Und deswegen ist das Hey Thomas ein bisschen bei uns im Schrank gelandet, aber ich finde es trotzdem ein schönes Video. Was habt ihr für bezahlt letztendlich? Ungefähr. Wir haben das mit ein paar Kumpels gemacht, die bei einem, die früher alles irgendwelche Punkrocker waren und mittlerweile bei einem Regionalfernsehsender arbeiten. Und das war im dreistelligen Bereich, sage ich mal so. Die Frage wird wahrscheinlich nerven, wieso oder witzo? Die Antwort nervt wahrscheinlich auch schon, weil ich nämlich jedes Mal sage, es ist mir scheißegal, ihr könnt sagen, wie ihr wollt, wieso, witzo, ihr könnt es auch mit TH sagen, das ist die moderne Variante, wieso. Die Amis haben immer Wizzo gesagt, was ich auch lustig fand. Wir selber sagen wieso mit langem I und weichem S. Schön. Ihr habt in Amiland auch eine CD raus jetzt, sind aber nur 13 Stücke drauf, im Gegensatz zu der deutschen. Warum so wenig? Das hat mit unserem guten alten Freund Fat Mike von NoFX, der Bassist, der auch dieses Label betreibt, auf dem wir dort sind, auf Fat Records aus San Francisco, zu tun. Der hat sich nämlich die Platte angehört und war sehr davon begeistert, hat halt nur gemeint, die Platte ist allgemein zu lang, weil die Yankees halt irgendwie scheinbar Anywhere immer kürzere Platten haben. Ich meine, also der ganze Epitaph-Kram oder die anderen Fat Records Sachen, da kannst du ja von Glück reden, wenn du mal 34 Minuten zustande kriegst. So. Und für uns ist es ja so eine alte Ideologie, wenn die CD schon teurer ist als eine LP, dann wollen wir da auch mehr Spielzeit drauf haben. So haben wir das damals bei der UARC gemacht. Und Fat Mike war es einfach zu lang und er hat halt gedacht, er sucht sich da lieber die Perlen raus und da sind halt 13 Stücke übrig geblieben. Und manche Leute haben das immer noch nicht ganz geschnallt, es sind halt 11 Stück davon auf Deutsch und 2 auf Englisch. Und damit sind wir, glaube ich, so ein Unikum, also wir können es ja immer selber noch gar nicht glauben, was da so abgeht. Eine deutsche Band auf einem genialen kalifornischen Label wie Fat Records eben. Und das auch noch mit deutschen Texten und da so kam es. Und ich möchte an der Stelle mal sagen, es ist irgendwie ganz wichtig, es gibt in Deutschland sind ein paar Importplatten erschienen und es gibt ein paar Mailorder, die das nicht kenntlich machen als USA-Pressung. Das heißt, es gibt Kids, die haben sich schon eine UARC-Platte bestellt, haben nur 13 Songs drauf gefunden, haben den vollen Preis bezahlt, wie auch für eine deutsche Platte und und haben dann auch zu Recht bei uns angerufen und haben sich ziemlich betrogen gefühlt und das kotzt uns total an. Weil es den Leuten halt klar sein sollte, dass es eine Fat Records Platte und eine Hulk Records Platte gibt und die Hulk hat eben 64 Minuten und die Fat Records gerade mal 40 oder sowas. Und wir wollen niemanden abziehen, wir wollen niemanden betrügen, wir können bloß, auch wenn es vertraglich so abgecheckt ist, dass das deutsche Gebiet sozusagen Hulk Records untersteht und dort Fat Records Platten nicht zu suchen haben, aber wir können nicht ausschließen, dass es jemand importiert und hier verkauft und das wollte ich so mal klar machen. Wenn jemand einen Mailorder sieht oder irgendeinen anderen Plattenladen, der die Platte von Fat Records verkauft und sie nicht als US-Import deklariert, dann könnt ihr uns bitte sofort Bescheid sagen, dann werden wir uns darum kümmern. Passt. Wenn man die im Laden sieht, kann man die rein äußerlich unterscheiden, wer nun beide haben will, die Amri und die deutsche Fassung? Nein, eben nicht. Das ist nämlich der dumme Fehler, der uns unterlaufen ist. Fat Mike war auch begeistert von dem blödsinnigen Pferdcover und hat gesagt, er will die Platte so, wie sie ist, übernehmen. Und wir, ja klasse, dann brauchen wir uns schon keine Arbeit machen. Haben ihm dann nur die Filme und den Reprogramm geschickt irgendwie. Und im Nachhinein ist uns halt klar geworden, wir hätten vielleicht irgendwie die Schriftzugfarbe anders machen können, dann hätten wir sie unterscheiden können. Aber so sieht es erstmal äußerlich total identisch aus. Nur wenn du so umdrehst, siehst du halt auf der Rückseite, dass nur 13 Songs sind und du siehst eben das Fass. Und deswegen ist das Hey Thomas ein bisschen bei uns im Schrank gelandet, aber ich finde es trotzdem